Hallo und herzlich willkommen wieder zu Top of Flop mit mir, dem Saulinex. Und heute geht's an Strider. Keine Ahnung, was das ist. Naja, genau. Ich drücke eine Taste und er möchte etwas im OBS machen. Macht Sinn. Mal mit dem Mauszeiger weg. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, es ist ein Kampfspiel, in dem es keinen Online-Modus gibt. Oder Spike? Was meinst du? Wie psychopathisch der mich anguckt. Extras. Konzeptgrafiken, Charakterinfos. Alles noch gesperrt. Und wir stürzen uns dann mal rein. Vielleicht nochmal was zu dem Format Top of Flop. Ich entscheide mich für Top of Flop. Demnach, ob ich das Spiel entweder privat im Let's Play, im Stream spielen würde. Und nicht nur spielen würde, sondern auch mich eventuell dazu hinreißen lassen könnte, es sogar durchzuspielen. Oder es zumindest interessant genug ist, dass ich mir noch ein paar weitere Folgen davon angucken würde. Da kam bisher noch nichts zu in Frage. Also schauen wir mal. Neues Spiel. Ich spiele natürlich gleich auf normal. Was sonst? Eliminiere Großmeister Mayo. Okay, ist das so ein Sidescroller oder was? Sehen alle ein bisschen aus wie geil. Aber das Spiel ist ja auch von Capcom. Also, vielleicht war es ja sogar wirklich Absicht. Okay, ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hätte. Aber mal gucken. Noch wirkt es nicht besonders spannend, aber es wirkt auch nicht scheiße. Also, was habe ich da eingesammelt? Irgendwie kann ich da runter? Was ist das hier? Ach, live ist das, okay. Live is live. Dann haben wir wieder live. Und oben haben wir auch eine Karte. Die können wir mit Select aufmachen. Okay. Die Sache bei Top of Flop ist leider ja auch, dass ich kein... Ist okay. Es gibt halt kein... Das Spiel ist okay. Es gibt entweder Top oder Flop. Was anderes gibt's leider gar nicht. Und drin ist der Falle. Kontrollpunkt. Rutschangriff. Plasmastiefel ermöglichen es, Hirju Objekten und Gegnern durch Rammen Schaden zuzufügen. Mit ihrer Hilfe kommst du auch in enge Bereiche, die dir vorher nicht zugänglich waren. Okay, und wie mache ich das? Ah, okay. Also man lernt scheinbar auch neue Fähigkeiten. Okay. Scheinbar aber auch mechanisch die Dudes hier. Spikey, spinn nicht rum, okay? Normalerweise, der war heute den ganzen Tag ruhig, aber vielleicht spinnt er ja gerade deswegen rum. Weil er ruhig war. Okay, okay. Aber den Skill da nach unten zu kommen haben wir noch nicht, ne? Warte mal. What? Wo kommt ihr denn her? Die scheint zu respawnen oder so.
Ja, die respawnen. Alles klar. Dann machen wir ein bisschen live. Dann mal wieder ein bisschen live. Mal wieder ein bisschen live. Okay. Mhm. Ich springe einfach mal gucken, wo es hinführt. Okay. Ich habe ein paar Sachen nicht aufgedeckt. Ich laufe eben noch mal ein Stück zurück. Ein Stück zurück, aber nicht zu weit. Ich muss mir vielleicht irgendwo eine Fähigkeit liegen lassen. Das wäre äußerst traurig. So, jetzt sind wir ganz unten. Was ist das? Konzeptgrafiken freigeschaltet. So gut. Immerhin. Oh. Na gut. Ich denke nicht, dass hier dann noch etwas großartig ist. Deswegen mache ich mich hier mal vom Acker. Wenn das so hinhaut. Ja, tut es. Machen zwar ein paar Hits, aber ist okay. Klappe, 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 Klappe. Fuck. Dann laufen wir mal hier unten lang. Ist ja wurscht. So, ich muss so. Alter. Gesundheit aufzufüllen, mache ich. Gehe den seismischen Störungen nach. Tschüss. Achso. Okay. Ich sag's mal so, es ist. Das wird jetzt zum Beispiel schon wieder was, wo ich glaube, wo die Entscheidung echt schwierig wird. Wobei vielleicht auch nicht. Mein. Es ist zwar nicht kacke, aber es bietet halt gerade keine wirkliche Abwechslung. Und da weiß ich nicht, ob mich das großartig lange motivieren kann. Erstmal nach links oder nach rechts? Komm ich gar nicht weiter, ne? Ne. Okay. Die Tür lässt mich nicht rein. Es ist denied. Okay. Hier komme ich nirgendwo so richtig weiter. Hm, okay. Oh, runter. War es jetzt irgendwie Max-HP-Erhöhung oder so? Oder war das einfach nur AP? Ich weiß es nicht. Hier irgendwie krasse Kombos oder so. Vielleicht so zum Hochschlagen und dann so richtig hart Piu Piu. Aber wo soll ich sonst hin? Guck mal, wenn man hier so guckt auf der Karte, ne? So, hier konnte ich angeblich durch. Ich hätte nach oben gekonnt. Ah, oh, nicht im Ernst. Beeil. Jetzt mal, jetzt mal. Jetzt mal. Ja, komm mal her hier. Das bedeutet nicht, ob wir nicht live oder was?
Was soll das bedeuten? So, da links komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Rechts meine ich. Links hingegen schon. Hab ich irgendwie eine Special oder so ready? Oder hatte ich Low Life? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich drück gleich mal einfach alle Tasten. Vitas 1. Was? Game over? Was hätte ich denn da besser machen können? Sorry, aber was hätte ich besser machen können? Tell me! Ich wollte gar nicht runterspringen, jetzt muss ich mir kurz im Auge gucken. Hat das schon wieder respawn oder was? Holy shit. So. Okay, wir rutschen jetzt hier nochmal kurz durch, weil scheinbar wird er ja nicht gesaved. Das Konzept nehmen wir dann natürlich mit. Was soll ich denn gegen den Typen machen? Schauen wir mal, ob ich die alte Pfeife jetzt platt krieg. Aber irgendwie, ne, ich weiß nicht. Vitas, Meus Elite Guard. Ah, hier oben habe ich Help. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, was hier von mein Leben ist. Dieser kleine Mini-Balken nur mein Leben? Ich glaub schon. Dann wird Zeit, sich hier mal ein bisschen Leben zu holen. Ja, Alter, wie der Typ mich auseinander nimmt. Alter, guck ihn an. Alter, was war. Was drücke RB, um das Kunai zu werfen? Hab ich nicht. Hab ich nicht, kann ich nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Ja, muss man aber fairnesshalber sagen, hatte ich glaube ich auch nicht so viel HP zu Beginn. Ja, guck mal, voller als so kann ich es nicht machen, ne? Sollte ich aufpassen, dass ich nicht zu viel HP verliere. Vor allem hier. Guck mal, der macht mir nämlich übel Schaden, da unten, der Typ mit der Pumpe. Oh fuck. Alter Junge. Also, der kann mich die ganze Zeit hitten, aber ich komme hier nicht hoch, oder was? Jetzt bin ich. Weißt du, wisst ihr noch, wo ich gefragt habe? Habe ich jetzt Ulti oder so? Ich bin gleich tot. Ich werde hier gleich von normalen Elite-Wachen vollkommen weggeowned. Ich glaube, so habe ich Full Life. Okay. Da muss ich bei dem Typen gleich nur ein bisschen aufpassen. So. Hier ändert gar nichts, mein Freund. Doch, dich wird jemand stoppen. Und zwar ich, Junge.
Ich warte jetzt mal, bis er schlägt, dann mache ich kurz Damage. So, und dann hau ich ihn von hinten. Was habe ich jetzt? Was ist das? Special oder so? Aber die Elite Guard, guck mal hier. No-Hit-Run, ohne Probleme. Aufgeladener Chiffre. Zweimal Schaden und zweimal Reichweite. Kann Feindabwehr und Schilde durchbrechen. X halten und loslassen, um einen aufgeladenen Chiffre-Angriff zu entfesseln. Okay. Was soll ich jetzt hier? Ich kann ja nichts machen, ne? Ach so, damit gebe ich den Dingern Strom. Alter, hör auf dich festzuhalten, du Schmuck. Okay. Okay. Alter, der macht ja richtig eine Druckwelle, man übertreibt. Okay. Ja, kein Problem. Easiest game of my life. So. War es hier nicht der Ort, wo ich... Jackpot? Durobros. Holy Schmoly? Oder noch weit genug weg. Okay. Oh fuck. Interesting so far. Ja, mit dem Spiel wird es halt auch richtig schwierig, sich da zu entscheiden. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich es durchspielen möchte. Ergo wäre es dann ja ein Flop-Spiel, oder? Aber solche Spiele sind schon eher was für mich als die anderen. Ist lang, Alter.
Ich muss sie nicht mal bekämpfen. Boah, Alter. Holy schmoly, Alter, was ist denn los mit dem? Komm, aufladen. Mm. Gucken, was die nächste Phase ist. Oh, Alter. Auf jeden Fall eine, die mich ganz weit wegträgt. Jo, vielen Ziege, Bruder. Oh lol, ich hab gedacht, da passe ich drunter durch. So, das wird easy peasy. Bitte. Was tötet mich gerade alles? Komm schon, Mann. Komm schon, der hat nichts mehr. Komm schon. Der rote Drache wartet, Errungenschaft. So, Standort von Option C, Berge Option C. Sehr lange werde ich das, glaube ich, auch nicht mehr spielen. Also, ich weiß nicht, durchspielen muss ich es nicht unbedingt, muss ich sagen. Es ist... Ja... Keine Ahnung, man kann es daddeln, so, aber... Haut mich halt nicht vom Hocker. Das ist zumindest kein Spiel, was vom Account gelöscht werden muss. Komme ich nicht ran. So, mal, hier oben war noch was. Aber ich brauche Leib gerade gar nicht. Den Skill habe ich noch nicht. Hier müsste man auch wieder einen Skill haben, den habe ich halt nicht. Was ist das hier? Das war ganz viel hier, okay, okay. Okay, okay. Na, oh. Junge, spring ab! Spring ja mal runter. Ja, bringt mir aber nichts. Ich nehme an, den Skill werde ich hier lernen, weil ja so viele von diesen Dingern sind. Aber kann man backtracken? Ansonsten kann ich das Ganze am Anfang ja überhaupt nicht machen. Wisst ihr, wie ich meine? Dreht den Palast. Eigentlich muss ich mich mit den Mobs auch gar nicht aufhalten. Weil ich habe davon ja eh nichts, sie zu töten. Wenn man ganz ehrlich ist. Bulava KZ7. An das erzählen. Hä? Okay. Ja, ja, ich meine natürlich, ja, er trifft mich. Er trifft mich richtig hart, der Dude.
Jetzt auch wieder. Ah ja, das auch. Legit. Ja, komm jetzt, geh drauf hier. So, gut nach. Sturzangriff. Drücke Y in der Luft und starte einen Sturzangriff. Alles klar, damit kommen wir. Damit kommen wir bei den Dingern durch. Jetzt hier überall sind, aber ich möchte gerne erstmal hier oben gucken. Sind wir schon live? Warum ist noch mehr live? Ziemlich viel live hier. Guten Tag. Okay, jetzt noch weiter runter, oder was? Langsam werde ich ein bisschen müde. Es ist gerade 0.36 Uhr. Momentan gehe ich immer relativ früh ins Bett, weil ich nur nachts schlafen kann. Hier muss ich wieder durch. Alter, hör auf da rumzuhängen, Junge. Was ist denn kaputt mit dir? Hat er schon wieder fast draufgegangen. Aber ich kriege auch immer ein bisschen mehr AP, ne? Rede nicht so. So. Klettern wir mal kurz. Dann müssen wir wieder hoch. Ja, genau. Eben hier noch einen Boss bekämpft, weißt du? Das ist ja einfach alles vollgeknallt mit Gegnern. Oh ja, jetzt nicht mal fest. Danke. Okay. Komm ich denn da links rein? Oh, vielleicht so. Bam! Komm. Okay, da ist irgendwas. Was ist das da oben? Und wahrscheinlich einfach nur elektrisch, ne? Heißt so viel wie besser nicht, du geh da lang. Ja, genau das. Ich wollte es nur mal testen. Oh, kann ich hier durch? Ja. Okay. Ach, reden nicht. Tja, wohin des Weges? The question is, what is the question? Oh ja, genau. Good move, Sauli. Was ist denn das jetzt? Ich hier irgendwie. Kaputt machen kann ich die nicht. Ja, hier komme ich dann noch nicht hoch. Na, das. Habe ich wahrscheinlich wieder irgendeine neue Fähigkeit. Guck mal, da unten geht es rechts lang. Zack. Zack. Guten Tag, guys. So, ich nehme an, man wird hier auch noch viele Fähigkeiten und Co. lernen, also. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel großartig viel Abwechslung bietet. Ist halt so ein, man kann es mal spielen, wisst ihr? Was habe ich von diesem Zustand? Warte, ich drücke mal alle Tasten. Gar nichts. Cool. Genau das habe ich mir davon erhofft. So. Mission Hebel. Ich nehme an, da muss ich hin. Okay, der ist jetzt aktiviert und fährt immer hin und her. Als Klärchen. Okay, dann muss ich mich aber ranhängen. Dann muss ich mich nicht nur ranhängen, dann muss ich rum.
Ist ja ein Ding. Da warten die ja krasse Sachen von mir. So. Mal hier dann. Oh, bitte. Er ist hier der übelst krasse Typ, aber kann nicht über einen fahrenden Zug. Ein Noob. Ah, mit dem muss ich mich auch nicht aufhalten. Mit dem auch nicht. Gibt ja keine EP oder so, ne? Das ist so. Man wird nicht wirklich dafür belohnt, wenn man sich die Mühe macht, zu töten. Okay, haben wir ein bisschen Health. Gesundheitsupgrade, nice. 1 von 10. So voll kann unser Life werden, okay. Was würdet ihr dann im Spiel geben? Sagt mal an. Würdet ihr sagen, oh Gott, sorry. Was spielst du da? Was stimmt nicht mit dir? Oder würdest du sagen, naja, warum nicht? So, meine Meinung dazu ist, ja, und halt die Sache ist halt so ein Zwischending. Das ist schon eher ein Flop. So, man kann spielen. Aber ich hätte jetzt auch keine Lust, es durchzuspielen, wenn ich ehrlich bin. Was für SSD Night? Also. So. Bald schon eine der Fähigkeiten vergessen, die wir haben. Natürlich sind in der kurzen Zeit jetzt schon wieder Gegner respawned. Warum auch nicht? Dumm. Ach, meine Augen jucken. Meine Augen jucken vor allem. Ja, mit dem muss ich mich auch nicht rumärgern. Dann wird irgendwo ein Hebel sein. Ein Herbal Meadow. Nehme ich an. Hoffe ich. Ich das Spiel wirklich von mir erwartet, dass ich die besiege. Ich glaube, das Spiel will wirklich, dass ich die besiege, oder? Ja, da unten gibt es auf beiden Seiten Sachen. Und um da reinzukommen, muss ich die besiegen. Okay. Boah, Alter, hat er mich aber an die Wand geklatscht. Dann öffnet sich das. Wie vermutet. Ja, stirb einfach. Here we go. Mal auf hier. Okay. Ist so ein Russenspiel, ne? Man, zumindest stehen da Sachen auf Russisch. Wie komme ich denn bitte an das Live daran? Na, ist doch scheißegal. Okay. Was sagt die Zeit? 34 Minuten. Spielen wir schon lange das Spiel, muss man sagen. Hallo. Hey Poo. Der Nordwind, ja, die ist ja Poo. Die poopt hier rum. Beruhig dich, okay? Girlie. Oh, warte mal, dann brennt. Hier brennt's. Es brennt, Leute! Ruft die Feuerwehr!
Oh, du hast nichts mehr. Ripp. Ein eiskalter Wind weht. Errungenschaft. Wieder eine neue Fähigkeit. Option C, Robo-Adler. Option C kann mit deinem Angriff mehrere Feinde treffen, ideal für Feinde in der Luft. Per Adlerflug kannst du von Vorsprung zum Vorsprung fliegen. LB plus B. Okay, es muss aufladen oder so. Ist schon ziemlich cool. Das ist schon cool gemacht, ja. Hallo. Kann ich auch benutzen, damit die eine Reihe Gegner wegmachen. Easy. Boah, guck mal, hier ziemlich viele Sachen, wo wir noch durch können, wo wir noch Sachen machen können. Es fällt mir auch schwer, diesem Spiel einen Flop zu geben, muss ich gestehen. Dann machen wir uns mal nichts vor. Das Spiel hat schon was. Also ich finde, das Spiel hat was. Halte mich für verrückt. Aber ich finde, das Spiel hat ein bisschen was. Aber es ist halt so, ne? Wie gesagt. Wenn das Spiel eine Spielzeit von 2 Stunden oder so hat, dann bin ich dabei. Dann ist das Spiel von mir ein Top. Aber wenn das so mehrere Stunden genau so ablaufen soll, dann I'm out. Jetzt bin ich hier wieder. Wo soll ich denn hin? Weil ich meine, ich habe viele Möglichkeiten. Viele Wege. Aber ich glaube, ich werde dann an der Stelle einfach mal Spiel verlassen machen. Und werde dann mal eben, warte mal, Extras, Konzeptgrafiken, Intro. Die Ryu und Gleiter hoch über Kasach Stadttor. Ja, gut. Spiel verlassen. So, was habe ich denn hier oben stehen? Ein neuer Gegenstand. Kurz mal husten. So. Und dann werde ich mal eben recherchieren. Und hier blende ich euch meinetwegen ein. Hier, zack. Seht ihr meine. Oh, wobei, guck mal, meine Taskleiste blende ich kurz aus. Meine Lesezeichen. So. So, aber wie hieß denn das Spiel? Strider. PC. Spielzeit. Hat sehr gut bekommen von GameStar. Darf man das überhaupt zeigen in Videos? Eine andere Website? Capcom, Spiellogo. Ja, ich möchte gerne die Spielzeit wissen. Oder wisst ihr was? Wir gucken mal bei Steam. Hier mal im Shop. Dann sehen wir auch gleich mal, was das Spiel kostet. Strider. Keins davon haben wir? Hab ich irgendwas falsch geschrieben? Strider. Ja, das haben wir in der Steam-Bibliothek. Strider. Kostet 14,99 € tatsächlich. Hier haben wir ein paar Reviews. 0,7 Stunden haben wir gespielt. Schauen wir mal. Back in the 80s. Arcade. Mega Drive. Aha. Metroidvania. Strider. Hack and Slash. Took me 4 hours. Okay, 4 Stunden und 37 Minuten. Clear. Also, um es durchzuspielen oder zu
100%. Just another excuse to slash some guys. Took me 4 hours to clear gameplay includes mechanics as well, but organized Strider 2, blablabla. Nope, zwei D-Plattformer, Strider is a fast-paced side-scrolling action game. It's really fun. Have to walk really, really far, like 5 minutes. Needs some travel options. Okay, this game is a blast. Warum können die Leute nicht einfach mal schreiben, wie lange es gedauert hat? Oh, wir machen mal nur Deutsche. Mal gucken, wie die Deutschen am kommentieren sind. Gibt's nur Deutsch und Englisch? Gibt's nicht nur Deutsch? Was? Schauen wir mal. Habe es seit einer langen Zeit durchgespielt. Hab den Kauf nicht bereut, das hat echt eine Ahnung gemacht und so, aha. Kann ich das, wie gesagt, das Steuerung schnell, Kopfbelegung, hab Gamepad gespielt, das zu platzieren. Bei der Auswahl der Klingenarten war es etwas umständlich. Okay, man lernt scheinbar noch andere Klingenarten. Leider keine Spielzeit, Leute. Wenn ihr sowas kommentiert, es gibt tatsächlich Leute, die interessiert die Spielzeit. War durchschnittlich gut. Spielzeit circa 6 Stunden. Hab auch fast alle Updates eingesammelt. Ja, dann muss ich leider sagen, Strider, für die, die es interessiert, ja, ich meine, wir haben 40 Minuten jetzt gespielt. Das ist, glaube ich, das Spiel, was wir bisher am längsten gespielt haben. Aber es kommt leider auf die Flop-Liste. Eben weil dieses, man kann sagen, bei Dead Cells ist das auch nicht anders. Man läuft da durch die Gänge und tötet Gegner, wisst ihr? Aber irgendwie, wieso habe ich denn hier noch was offen? Ach, hier, Winged Knights, mein Video. Ich nehme es am selben Tag auf wie Winged Knights, aber Winged Knights ging halt nicht sehr lang. Sagen wir es mal so. Strider ist, es ist halt wirklich so ein Oldschool Run-and-Slash-Ding. So Hack-and-Slash-Spiel. Es ist so, bei Dead Cells musst du wenigstens noch ausweichen und ganz coole Kombos finden und Co. Da kriegst du bestimmt auch noch coole Updates. Aber ich habe es jetzt 40 Minuten gespielt und war ganz lustig. Wurde jetzt langsam mal ein bisschen schon lahmer irgendwie. Und die Updates zu bekommen ist immer cool, aber an den Gegnern ändert sich halt nicht viel. Gut, du musst andere Fähigkeiten benutzen, um sie zu besiegen, aber ja, ne, weiß nicht. Ist nicht so der Funke übergesprungen, zumindest nicht komplett. Also löschen lassen werde ich es mir nicht. Genauso wenig wie Ace Combat. Bei Restoration of Suguri könnte man tatsächlich sogar darüber nachdenken, sich das auch vom Steam-Account entfernen zu lassen. Will ich mir Acceleration? Ja, komm. Wir machen das jetzt auch mit Acceleration of Suguri. Problem ist, ich vergesse dann, wie der Name heißt. So. So, kurz gehustet. Alter, mein Gamepad, hör auf. Wir machen das mal kurz mit Acceleration of Suguri. Dann räumen wir den Steam-Account ein bisschen auf. Acceleration of Suguri 2. X-Edition, habe ich die auch, oder was? Hör mal auf. So. Und das Spiel möchte ich bitte dauerhaft von meinem Account entfernen. Ja, bitte. Das Paket Acceleration of Suguri 2 wurde dauerhaft von ihrem Account entfernt. War da das andere Acceleration of Suguri dabei? Nee. Also wenn es dabei war, haben wir es jetzt nicht mehr. Dann tut mir sehr leid, dass ihr es nicht nochmal sehen werdet. Das war auf jeden Fall Strider. Ist bei mir, wie gesagt, jetzt eher auf der Flop-Liste gelandet. Aber wenn euch das Spiel gefallen hat, 15 Euro bei Steam, könnt ihr euch mal reinziehen. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Top of Flop. Vielleicht landet doch mal was auf der Top-Liste. Vielleicht ist ja so ein kleiner Schinken dabei, der mich überzeugt, dass es doch ganz cool ist. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, euer Solinix. Ciao.